Was hat wirklich für mein Leben Bedeutung, ist für mich wertvoll und wichtig? Nun wird es aber bei jedem von uns eine ganze Reihe von Bereichen und Punkten geben, die zählen, die wichtig sind, die für mich Bedeutung haben. Und dabei steht diese Vielzahl von Dingen, die zählen, in einem, wenn man so will, hierarchischen Verhältnis. Das eine ist wichtiger als das andere weniger wichtig. Und ich möchte, und das wurde ja eben schon angekündigt, nicht über alles Mögliche sprechen, sondern das, worauf es letztlich wirklich ankommt, soll unser Leben gelingen. Ich beginne mit einer kleinen rabbinischen Geschichte. Vor langer Zeit lebte einmal ein jüdischer Rabbi namens Susja. Und der sagte kurz vor seinem Tod seinen Schülern: In der kommenden Welt wird man mich nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich fragen, warum bist du nicht Susja gewesen? Der Sinn dieser kleinen hintergründigen Geschichte ist wohl klar. Ich darf mich in meinem Leben und für mein Leben nicht an einem anderen orientieren und wäre er noch so bedeutend wie Mose, sondern ich muss ich selbst werden. Und genau danach fragt mich Gott am Ende meines Lebens, ob ich ich selbst geworden bin. Aber was heißt das nun wieder? Nun, für den Glaubenden, auch für den glaubenden Juden, bedeutet das, ich muss so werden, wie ich ganz persönlich unverwechselbar von Gott ausgedacht, gewollt, ins Dasein gerufen bin und von ihm begleitet werde. Das heißt, ich muss dem Plan folgen, den Gott für mich bereitet hat, dem Ziel, das er für mich vorbereitet hat. Es gilt darauf zu hören, wohin Gott mich stellt, was er von mir will. Das ist die wichtigste Frage meines Lebens. Und danach fragt mich Gott am Ende: Bist du du selbst gewesen? Bist du du selbst geworden? Hast du deine Freiheit mit ihren Begabungen und Charismen, aber natürlich auch mit ihren Defiziten und Abgründen, wie sie mir von Gott gegeben wurden, entfaltet auf ein endgültiges Leben mit Gott hin? Dafür leben wir, dafür sind wir geschaffen, dafür ist mir auch meine Freiheit geschenkt. Versuchen wir das noch ein wenig zu verdeutlichen, indem wir zunächst einmal auf die Bedeutung der Freiheit im christlichen Glauben eingehen. Zunächst einmal ist der Gedanke der Freiheit schon in der Heiligen Schrift aufs tiefste verwurzelt. Die entscheidende Heilstat Gottes im Alten Testament ist die Befreiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens und die Gabe der Freiheit an das Volk der Erwählung. Und dabei ist der Exodus nicht nur eine einmalige Tat Gottes, sondern er zieht sich als eines der fundamentalen Interpretamente der ganzen Heilsgeschichte durch die Schrift und thematisiert damit immer wieder aufs Neue, dass Gott die Freiheit des Menschen will. Im Neuen Testament besagt die von Jesus angekündigte Nähe der Gottesherrschaft, Freiheit von der Sünde, von der Macht des Bösen, von gesellschaftlichen Zwängen und gesetzlichen Leistungen und nicht zuletzt von der Sorge um das eigene Ich. Vor allem aber meint die Gottesherrschaft, wie Jesus sie verkündet hat, Freiheit für Gott und für den Nächsten. Von da aus wird von Paulus die Freiheit als das herrliche Gut der Kinder Gottes bezeichnet, das als Ziel des göttlichen Heilshandelns von der ganzen Schöpfung sehnsüchtig erwartet wird. Aber diese Freiheit ist nicht nur ausständiges Ziel, später mal. Sie hebt jetzt schon im Neuwerden des Menschen an, da, wo der Geist Christi in ihm wirksam ist. Wo der Geist des Herrn, da ist Freiheit, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Und im Galaterbrief fasst Paulus das ganze Heilsgeschehen in den kurzen Satz zusammen: Christus hat mich zur Freiheit freigemacht. Und deshalb ist das Geschenk der Freiheit für Paulus der Inbegriff des Heils schlechthin.
Ähnliches ist auch vom Johannesevangelium zu sagen. Hier heißt es, wen der Sohn frei macht, wird der Mensch wirklich frei sein. Denn der Sohn ist es, der wirklich befreit. Kurz, im Neuen Testament wird Jesus Christus als befreiende Stätte der menschlichen Freiheit vorgestellt. Aber was heißt hier eigentlich Freiheit? Freiheit teilt das Schicksal aller epochalen Schlüsselbegriffe und Schlagworte. Die Idee der Freiheit ist vieldeutig, widersprüchlich, ungenau. Freiheit ist ein Containerbegriff, in dem jeder das hereinpasst, packt, was ihm so passt. Bereits der Philosoph und Essayist Charles de Montesquieu hat bemerkt, es gibt kein Wort, das so verschiedenste Bedeutungen bekommen und die Geister auf so viele Weise beansprucht hat, wie das Wort Freiheit. Nicht zuletzt ist heute, wie aber irgendwo in allen Zeiten, ein sehr oberflächliches Verständnis von Freiheit zu beobachten. Man versteht Freiheit nicht selten nach dem Paradigma, ich bin frei, morgens beim Frühstück Kaffee oder Tee zu trinken. Ich bin frei, mich an Vorschriften zu halten oder eben nicht. Ich bin frei, diesen Menschen zum Freund zu haben oder jenen. Freiheit ist in all diesen Fällen reduziert auf Wahlfreiheit. Ich bin frei zu wählen. Mehr noch, auf dieser Linie wird Freiheit nicht selten sogar identifiziert mit der Formel, ich bin frei, tun zu können, was ich will. Das heißt, Freiheit wird mit Willkürfreiheit gleichgesetzt. Tun, was man so gerade will. Aber gegen dieses Verständnis schreibt schon der erste Petrusbrief, ihr seid freie, aber ihr dürft die Freiheit nicht zum Deckmantel der Schlechtigkeit machen, sondern müsst euch als Diener Gottes erweisen. Aber hinter der Parole Freiheit lassen sich also ganz viele gegensätzliche Verhaltensweisen verstecken. Nun gehört Wahlfreiheit gewiss zur Verwirklichung von Freiheit mit dazu. Denn in der Wahlfreiheit bestimme ich mich selbst als Subjekt meines Handelns. Ich bestimme mich als den, der ich sein will, aber bisher vor der Wahl noch nicht war. Das heißt aber, Wahlfreiheit ist das Kennzeichen für ein Wesen, das noch dabei ist, sich endgültig zu bestimmen. Das sich also noch nicht endgültig gefunden, seine Identität noch nicht erreicht hat. Wo jemand ganz frei, ganz bei sich selbst ist, muss er nicht mehr wählen. Ein Beispiel. Wenn jemand sagt, er könne unmöglich einen Menschen foltern, dann ist das nicht etwa ein Zeichen von Unfreiheit, weil er ja nicht mehr wählen kann, foltern ja oder nein, sondern mindestens für diesen Bereich Zeichen allerhöchster Freiheit. In der Ablehnung der Folter ist der Betreffende so frei, nämlich so mit sich selbst identisch, dass die Freiheit der Wahl für ihn überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Die Festlegung der Freiheit ist also nicht Wegfall von Wahlmöglichkeiten, sondern sie bedeutet eine erreichte Stabilität des eigenen, frei gewählten Wesens. Nochmals, wenn jemand sagt, er könne unmöglich einen anderen Menschen quälen, dann bedeutet diese Unmöglichkeit keinen Gegensatz zur Freiheit, sondern die Hochform erreichter Freiheit. In diesem Sinne bleiben etwa auch die Seligen im Himmel frei, obwohl sie ja nicht mehr sündigen können. Da könnte einer schnell sagen, na, dann sind sie auch nicht mehr frei. Das ist eben ein Denkfehler, dass man meint, Freiheit sei unauflösbar verbunden mit Wahlmöglichkeiten. Nein, wenn ich mich gewählt habe und darin meine Stabilität gefunden habe, dann ist das die Hochform der Freiheit. Und von daher die Frage, was ist Freiheit in Ihrem Vollbegriff? Mit der theologischen und philosophischen Tradition des Abendlandes ist zu sagen, Freiheit steht im Widerspruch zu allem, was Grenzen, Schranken,
Barrieren setzt. Frei ist derjenige, der ohne alle Entfremdungen ganz bei sich selbst ist, dessen Leben sich in uneingeschränkter Fülle realisiert und der in grenzenloser Weite steht. Diese Bestimmungen gehen alle auf Hegel zurück. Nimmt man diese Bestimmungen ernst, ohne Entfremdung bei sich selbst zu sein, Leben in uneingeschränkter Fülle realisieren, in grenzenloser Weite stehen, dann ergibt sich daraus eigentlich, dass allein Gott Freiheit im Vollsinn verwirklicht, da nur er ohne alle Grenzen und Schranken ist, da er aus der Ursprünglichkeit seines unendlichen Wesens heraus lebt und wirkt und bei allem ganz er selbst ist. Zur Geschöpflichkeit aber gehören Grenzen. Dietrich Bonhoeffer hat das am verbotenen Baum des Paradieses illustriert. Er schreibt, der Baum, der die Grenze des Menschen bezeichnet, steht in der Mitte. Die Grenze des Menschen steht in der Mitte seines Daseins, nicht am Rand. Dem Menschsein ist es wesentlich zu eigen, beschränkt zu sein, sich als begrenzt zu erfahren. Damit stellt sich aber die Frage, ob der Begriff einer geschöpflichen Freiheit, die sich ganz und gar als Freiheit vollzieht, nicht ein hölzernes Eisen ist, ein in sich widersprüchlicher Unbegriff, eine niemals eintreffende Utopie. Dagegen aber steht das Faktum einer ganz ursprünglichen Erfahrung, die wir alle machen, nämlich der Erfahrung, zur Freiheit bestimmt zu sein. Der Mensch erfährt sich als frei, um frei zu werden, freier zu werden, ganz frei zu werden. Die scheint aber formell gesehen nur in zweifacher, gegensätzlicher Weise widerspruchsfrei möglich zu sein. Wenn es die Bestimmung des Menschen ist, ganz frei zu werden, dann muss er entweder selbst versuchen, seinen unendlichen Freiheitsdurst zu stillen, alle Einschränkungen aufzusprengen und durch sein eigenes Tun seine Identität zu finden. Das heißt aber letztlich, dass er sich göttliche Eigenschaften zuschreiben und sich selbst als göttlich konstituieren muss. Und das ist in der Tat eine Idee, die mehr oder minder das ganze neuzeitliche Denken bestimmt. Du hast die Fähigkeit, dich selbst ganz frei zu machen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere aber, der Mensch lässt sich die Freiheit als Teilhabe an der Grenzenlosigkeit unendlichen Lebens von Gott her schenken. Um frei zu werden, hat sich dann der Mensch für die Freiheit als Teilhabe am unendlichen Leben Gottes bereitzuhalten und zu öffnen. Und dabei ist diese Gabe der Freiheit nicht nur Verheißung, sie ist auch jetzt schon wirksam, indem sie im Menschen einen Prozess der Befreiung initiiert. Die Gabe der Gottesliebe befreit vom Eingesperrtsein in die Fehlentscheidungen der Vergangenheit, Sünden, die man sich verfangen und durch die man gegen die eigene Identität verstoßen hat. Sie macht frei vom Verhaftetsein an die verzweifelte Sorge um das eigene Ich. Sie stellt die so bitter erfahrene Endlichkeit des Lebens in das Hoffnungslicht einer unendlichen Perspektive, sodass dessen leidvolle Grenzen und harte Schranken, denen man sich ständig stoßen und den Kopf blutig schlagen kann, den Charakter des unfreimachenden, erdrückenden, perspektivenlosen verlieren. Nicht zuletzt aber macht die Gottesgabe der Freiheit aus dem anderen Menschen, der meist sonst nur als Schranke, als Konkurrent oder als Mittel zur Selbstverwirklichung, zur Zelebration des eigenen Egoismus betrachtet wird, den Bruder, die Schwester, in deren Gemeinschaft man sein besseres Selbst und größeres Leben findet, Ergänzung, Bereicherung, Hilfe. So verwandelt die Urgnade der göttlichen Freiheit schon jetzt den Menschen. Sie setzt sich um in ein befreites Leben. Sie wird zu einer Gnade, die den Menschen verändert, erneuert, tatsächlich befreit. Nochmals, zwei Möglichkeiten stehen zur Entscheidung an.
Freiheit als Selbstentwurf, als Eigenleistung, als Selbstverwirklichung oder Freiheit als Geschenk und Gnade von Gott her? Ich muss mich dazu entscheiden, wie ich meine Freiheit finden will. Die Entscheidung muss getroffen werden. Sie gehört zum Wesen endlicher Freiheit, auch wenn die Entscheidung vielleicht lange Zeit hindurch niedergehalten werden kann. Spätestens im Lebensvollzug selbst wird sie meist implizit, aber unabdingbar gefällt. Wenn der Mensch frei ist, um frei zu werden, dann entscheidet er sich in dieser Urwahl frei zur Freiheit in einem ihrer beiden Modi. Ich mache mich selbst frei oder ich öffne mich, mache mich bereit für die Freiheit, die Gott mir schenkt. Dabei bestimmt die getroffene Entscheidung auch das Wesen der damit angezielten Freiheit. Entscheide ich mich für eine Freiheit, die Ergebnis meiner eigenen Leistung und Macht, meines eigenen Gestaltungs- und Durchsetzungsvermögens ist, dann ist sie, wenn man so will, eine monologische Freiheit, die sich im eigenen Konkurrenz- und Machtkampf gegen alle anderen Freiheiten durchsetzen und behaupten muss. Gemäß der Devise, ich muss mich, um ganz frei zu sein, als freies Subjekt gegen alles andere, als das Einengende, Begrenzende, Fremde durchsetzen. Wird Freiheit dagegen als Offensein für das Geschenk Gottes gewählt, so zeigt sie sich als eine Beziehungswirklichkeit, da sie ja in der Gabe Gottes gründet und deshalb auch weiteres Geben gewährt, indem sie andere Freiheiten gelten lässt, ihnen im eigenen Lebenshaus Heimat schenkt, ihnen größeren Freiheitsraum eröffnet. Sie ist mit den kurz gesagt dialogische Freiheit und hat als solche gerade im anderen Menschen keine Grenze oder Schranke, sondern findet sich selbst darin im anderen. Ja, unter dem Gottesgeschenk der Freiheit bleibt der Mensch nicht passiv, dass er nur empfängt. Er wird vielmehr befähigt und beauftragt, an der Befreiung und Freiheit des eigenen Lebens und das der anderen mitzuwirken. Aber eben mitzuwirken aus der Gabe der Freiheit heraus. Und damit kommen wir nun zum zweiten Teil unseres Themas. Ich bin, so haben wir anfangs gesagt, dazu gerufen, vor Gott in Freiheit ich selbst zu werden und meinen Weg vor ihm zu gehen. Von Gott berufen sein, das heißt im Hören auf sein Wort zu leben. Das wird schon am Anfang der Heiligen Schrift im sogenannten ersten Schöpfungsbericht grundgelegt. Hier wird gesagt, dass Gott durch sein Wort alles ins Dasein gerufen hat. Also alles Geschaffene verdankt seine Existenz dem göttlichen Wort, dem göttlichen Ruf, der aus nichts ins Sein ruft. Das ist eine durchgehende Linie des Handelns Gottes. Gott ruft immer aus dem Nichts ins Sein, aus der Armut in den Überfluss, aus der Ohnmacht in die Kraft. Dieses Schaffen aus dem Nichts zum Sein spiegelt sich dann auch in den Berufungsgeschichten der Heiligen Schrift wider. Denn hier werden Menschen zu etwas gerufen, was sie aus sich heraus nicht vermögen. Von sich her können sie dem Ruf nicht folgen, sondern dies geht nur aus der schöpferischen Kraft des Gottesgeistes heraus, der aus dem Nichts ins Dasein hineinruft. Also, alles in der Welt verdankt sich dem rufenden Wort Gottes, das aus nichts etwas macht. Der Mensch allein aber ist dazu befähigt, auf das Wort, das er von Gott her ist, in Freiheit Antwort zu geben. So wird es uns anschaulich auch in der sogenannten Paradiesesgeschichte dargestellt. Gott wendet sich Adam zu und ruft ihn: Wo bist du? Gott ruft Adam damit in seine unmittelbare Gegenwart. Er ruft ihn vor sein Angesicht. Bereits da wird deutlich, dass das Gerufenwerden von Gott nicht eine Angelegenheit des eigenen Wollens ist, sondern dass die Initiative immer von Gott ausgeht und ihm auch bleibend gehört. Aber
Sein Ruf nimmt mich bei meiner Freiheit. Er stellt mich in Verantwortung. Verantwortung, da steckt ja das Wort Antwort drin. Gott wartet auf eine freie Antwort dessen, der gerufen wird. Menschsein vollzieht sich somit im Antwortgeben, in der dialogischen Beziehung zu Gott. Gott ruft mich persönlich und ich antworte in Freiheit. Aber weiß ich denn immer, wohin und zu was Gott mich ruft? Meist ist es doch so, dass ich in der Frage nach Gottes Willen immer ganz verschiedene Stimmen, Impulse, Antriebe in mir vorfinde. Wo ist da der Ruf Gottes, dem ich in Freiheit Antwort zu geben habe? Wie finde ich damit zur richtigen Entscheidung? Bei Ignatius von Loyola findet sich in seinem Exerzitienbüchlein eine Anweisung, die auf den ersten Blick sehr, sehr bizarr anmutet. Nämlich er schreibt, man solle sich bei wichtigen Entscheidungen vorstellen, man läge auf dem Totenbett und soll sich fragen, welche Entscheidung ich aus dieser Sicht getroffen haben möchte. Noch einmal, das klingt sehr bizarr. Und doch, wir stehen immer in Gefahr, beim Hören auf Gott und bei Entscheidungen nur auf die augenblickliche Situation und Stimmung, auf das augenblickliche Glück und Spaß haben zu blicken. Doch sollten mindestens wichtige Entscheidungen nur dann getroffen werden, wenn sie im Horizont unseres ganzen Lebens Bestand und Sinn haben. Das Ganze aber wird ansichtig, weil und indem der Mensch seinen Tod im Bewusstsein vorwegnehmen kann. Anders gesagt, weil er um seinen Tod weiß und damit auch weiß, dass sein Leben einmal endgültige, nicht mehr revidierbare Gestalt annimmt, ist er im Blick auf den Tod mit dem Ganzen seines Lebens konfrontiert und aufgerufen, sich in Freiheit die Richtung seines Lebens zu bestimmen. Entscheidungen, die mein Leben zutiefst betreffen, also ganz wichtige Entscheidungen, haben darum angesichts des Todes zu geschehen. Das heißt, angesichts der Gesamtheit unseres Lebens. Das ist der Hintergrund der Ausführung von Ignatius von Loyola. Wenn man den Tod ins Auge fasst, liegt gewissermaßen unser ganzes Leben vor uns. Dieser Gedanke findet sich überraschenderweise auch bei Martin Heidegger mit seinen Ausführungen über Menschsein als Sein zum Tode, der im Grunde genau das Gleiche meint, auch wenn er es nicht so fromm sagt. Sondern es geht darum, Entscheidungen angesichts der Gesamtheit des Lebens zu treffen. Und offenbar hat Heidegger diesen Gedanken von Ignatius übernommen. Entscheidungen müssen getroffen werden. Wichtige Entscheidungen angesichts der Gesamtheit unseres Lebens. Und durch diese Entscheidungen geben wir Antwort auf den Ruf Gottes, auf das, was wir als Ruf erkannt, gespürt, geahnt haben. Entscheidungen ist immer Antwort auf den Ruf Gottes. Auch dieses Moment ist sehr schön in der Heiligen Schrift ausgesagt, wenn es im ersten ausdrücklichen biblischen Berufungswort an Abraham heißt, zieh heraus, zieh fort aus deiner angestammten Welt, aus deinem Zuhause, wo du selbst zufrieden bei dir bist. Zieh fort und verwirkliche den Ruf, der jetzt an dich ergeht. Und Abraham muss antworten, er muss sich jetzt entscheiden. Er muss sich auf einen Weg machen, auf dem er in immer neue Beziehungen zu Gott und auch zu vielen Menschen tritt. An Abraham und an den ihm folgenden Berufungen sehen wir auch, dass der Ruf Gottes im Einzelnen sehr, sehr verschieden aussieht. Aber immer geht es um zweierlei. Erstens um einen Ruf zum Leben mit Gott und vor Gott und zweitens gleichgewichtig um eine bestimmte Sendung zum Segen und Heil der anderen.
Du sollst ein Segen sein, heißt es in diesem ersten biblischen Berufungswort, das Gott an Abraham richtet und das irgendwie in jedem Berufungswort weitergeht. Du sollst ein Segen sein. Von Gott berufen sein heißt immer auch für andere, das heißt zum Segen anderer berufen sein. Von Gott gerufen werden ist nie etwas, das zum eigenen Nutzen, zum eigenen Vorteil, zur eigenen Befriedigung gegeben wird. Nein, sie ruft mich in den Dienst. Und je höher die Berufung ist, in einen umso dreckigeren Dienst. Die Antwort, die der Mensch auf den Ruf Gottes zu geben hat, ist also untrennbar von der Antwort, die er seinen Mitmenschen zu geben hat und die sich im Dienst an den Mitmenschen vollzieht. Und all das, meine Damen und Herren, gilt nun für jeden Menschen ohne jede Ausnahme. Jeder ist gerufen und berufen. Berufung ist kein Privileg von Priestern und Ordensleuten. Das war ja lange so, dass man das Wort Berufung auf solche besonderen Berufungen eng führte und verkürzte. Und da war es vor allem Martin Luther, das war eine seiner Großtaten, dass er kurz und bündig das Berufungsprivileg des sogenannten geistlichen Standes bestritt und nachdrücklich betonte, dass jeder Mensch in seiner ganz irdischen Beschäftigung eine Berufung durch Gott und daher einen Beruf in ganz vollem Sinn hat. Und zwar ist der Beruf für Luther charakterisiert als Anruf zum verantwortlichen Dienst an der menschlichen Gemeinschaft, als Anruf zum Dienst an den Mitmenschen. So gesehen ist der Beruf einer der wesentlichen konkreten Gestalten und Ausformungen der Berufung eines jeden von uns. Geht es doch darum, gerade an der Stelle, die man Kraft seines Berufes einnimmt oder gestalten kann, die Welt auf das Reich Gottes hin zu finalisieren und transparent zu machen. Der Beruf ist darum mehr als eine bloße Möglichkeit zum Broterwerb, mehr auch als das Profil, in dem man sein eigenes Ich verwirklicht. Er ist für den Christen nicht nur etwas Profanes, sondern die Form seines Gottesdienstes im Alltag, von dem Paulus in Römer 12 ausdrücklich spricht. Nun allerdings ging diese wichtige Einsicht Luthers, dass jeder Mensch einen Beruf hat und dass sich der vor allem im Beruf vollzieht, diese Einsicht ging in der Folgezeit wieder sehr verloren. Das hing unter anderem auch damit zusammen, dass in der neuzeitlichen Arbeitswelt nur noch von zunehmend wenigen Menschen die Erfahrung gemacht werden konnte und kann, dass sie in ihrem Beruf wahrhaft anderen dienen. Denn die moderne Arbeitswelt steht, plakativ gesagt, unter der Zielvorstellung ökonomisches Wachstum, und zwar unabhängig von der Frage, ob damit dem anderen wirklich gedient werden kann. Heute wissen ja viele gar nicht, ob die von ihnen produzierten Artikel oder organisierten Institutionen überhaupt benötigt werden und im Interesse der wahren Menschlichkeit des Menschen stehen. Man sieht, dass es im gegenwärtigen Gesellschaftssystem um Profit, um Rentabilität, um Expansion, um der Expansion willen geht. Und konsequenterweise legt sich dem arbeitenden Menschen dann der Gedanke nahe, dass auch der Sinn seiner Arbeit im Einkommen und in den davon abhängigen Konsumchancen besteht. Und damit verschwindet dann alle positive Sinngebung vom Arbeitsplatz weg und wird stattdessen in den Freizeitbereich verlegt. Das wahre Menschsein beginnt für viele nach und außerhalb der beruflichen Tätigkeit. Und damit geht die Idee der Arbeit als Beruf, der einem Ruf entspringt, vollends verloren. Verloren geht aber auch das Bewusstsein, dass ich wie auch jeder andere Charismen besitze, die ich im Dienst für andere einzubringen habe
und auf diese Weise meine Lebensaufgabe erfülle. Und entsprechend wählen die meisten Menschen ihren normalen Beruf nach Neigung und Vorliebe, nach Verdienstchancen und Karrieremöglichkeiten, nach Lust und Laune, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, ob und wie Gott etwas von ihnen will, wohin Gott sie ruft. Ich habe keine Berufung, sagt man, und meint damit, ich erfahre keine religiösen Antriebe zu irgendeiner besonderen Tätigkeit. Beruf und Berufung sind auseinandergebrochen und damit ein konkretes Zeichen für den typisch neuzeitlichen, unheilvollen Bruch zwischen Welt und Glauben, zwischen weltlicher und gläubiger Existenz. Und hier hat nun das Zweite Vatikanische Konzil wirklich einen neuen Durchbruch geschaffen. Es lehrt klar und deutlich, jeder ist berufen. Jeder hat eine Berufung von Gott her. Und dafür leben wir, dafür lebt jeder. Dafür ist jedem die Freiheit geschenkt. Dafür ist jedem auch Zeit, Lebenszeit gegeben, dass er diese seine Berufung entdeckt und lebt und verwirklicht. Jeder muss er selbst oder sie selbst werden, so wie Gott gerufen und berufen hat. Aber, und das ist nun ganz, ganz wichtig, Berufung geschieht nicht in einem einmaligen Akt, etwa während der Jugendzeit. Es ist zwar richtig, dass manche in ihrer Jugendzeit so etwas wie Berufung erfahren. Berufung für einen bestimmten Beruf, Berufung für einen bestimmten Lebensstil, bestimmte Lebensform, Berufung, Partnerschaft mit diesem oder jenem Menschen einzugehen. Und da sind dann auch viele dem, was sie als Berufung damit erfahren, gefolgt. Von dieser Erfahrung her kann sich aber nun eine völlig falsche Einstellung ergeben, nämlich dass man meint, Berufung war einmal, damals, und ich bin ja auch gefolgt und ihr treu geblieben, oder auch nicht. Berufung war mal. Und genau das ist das Grundfalsche. Berufung ist nie nur Vergangenheit. Heute ruft Gott. Heute ruft Gott auch mich immer neu. Heute will er den Einsatz meiner Freiheit. Karl Rahner, der große Jesuitentheologe, der weit herumkam und auch viel mit Ordensleuten zu tun hatte, hat einmal geschrieben, ihn verwundere immer Folgendes. Eigentlich müssten doch in einem Kloster die ältesten Ordensleute die eifrigsten, strebsamsten, gläubigsten, die besten sein, weil sie doch schon so lange mit dem Evangelium konfrontiert sind und nach dem Evangelium zu leben versuchen. Aber, schreibt er dann, in Wirklichkeit sind in fast allen Klöstern die Novizen die eifrigsten, strebsamsten, die am meisten brennen und begierig sind, das Evangelium zu leben. Hingegen haben sich die älteren Ordensmitglieder irgendwie meist eingerichtet, sich einen Lebensstil zurechtgelegt, in dem man ganz gut drin ohne Riesenanstrengungen sein Leben verbringt, nicht schlecht, aber ohne merkbares inneres Brennen, ohne ständiges Streben und Bemühen danach, dem Evangelium und Jesus Christus näher zu kommen. Wie kommt das, fragt Kraner. Und er gibt zur Antwort, eben weil man als älterer Mensch gar nicht mehr mit einem Ruf Gottes rechnet und sich durch keinen Ruf damit auch aus der Ruhe bringen lässt. Oder kurz, weil Berufung für die meisten etwas Abgeschlossenes ist. Damals war die Berufung. Und vor allem, sie war für andere, nicht für mich. Man übersieht, dass man als Christ niemals fertig ist. Meine Freiheit ist mir ein Leben lang gegeben, um frei zu werden, um mehr frei zu werden. Christ ist man im ständigen Hören auf den rufenden Gott und sein Evangelium. Und eben das macht unser jetzt noch real bestehendes Kirchentum so träge und unglaubwürdig, dass nur wenige ihr Christsein als einen ständigen Prozess verstehen,
als einen Wachstumprozess auf mehr Freiheit hin, als einen Prozess, der jeweils auf das Hören von Gottes Ruf hin geschieht, als einen Prozess, in welchem wir uns auch gegenseitig zu helfen und zu unterstützen haben. Kurz, das von Gott gerufen und berufen werden, ist ein lebenslanger Weg, den ich zu gehen habe. In einem Psalm heißt es, ich gehe meinen Weg vor Gott im Land der Lebenden, nicht der Toten, sondern im Land derer, die ganz lebendig auf den lebendigen Gott hören und ihm in Freiheit antworten. Das könnte gewiss eine Frage sein, die mich beschäftigt. Bin ich jemand, der noch mit einem Ruf Gottes rechnet, der also fragt, Gott, was willst du von mir? Was erwartest du noch von meiner Freiheit? Was für ein Wort hast du für mich, auch wenn ich noch so alt bin und vielleicht sogar kurz vor dem Ende meines Lebens stehe? Gottes Ruf an mich endet nie. Und damit komme ich zu einem zweiten Punkt. Im Vers des Psalmes, im Psalm 116 heißt es, ich gehe meinen Weg vor Gott. Eben das meint ja, wie wir gesehen haben, die Betonung der Freiheit. Ich habe einen einmaligen Ruf und eine unverwechselbare Sendung von Gott her. Ja, ich bin sogar ein Ruf Gottes, ein einmaliges Wort Gottes, eine einzigartige Sendung Gottes in die Welt hinein. Es stellt sich damit also auch die Frage, was ist mein spezifischer Weg vor Gott, gerade auch, wenn ich schon älter bin oder sogar im vorgeschrittenen Alter bin. Das Altern ist ja dadurch charakterisiert, dass die körperlichen Kräfte nachlassen und verfallen. Damit, täuschen wir uns nicht, auch die geistigen und geistlichen Kräfte. Denn der Mensch ist eine Einheit. Wenn das eine zurückgeht, geht auch das andere zurück. Und da ist dann die große Gefahr gegeben, dass man eben, weil man keine Energie mehr hat, den einfachsten Weg geht. Und dieser einfachste Weg ist der Weg der Masse, oder sagen wir besser der Herde. Nicht wahr, wenn ein Schaf in der Herde mitläuft, erspart es sich sehr viel. Es muss nicht selbst nach dem eigenen Weg Ausschau halten. Nahrung und Wasser sind garantiert und ans Ziel wird man auch kommen. Man muss nur einfach mitgehen mit den anderen, im gleichen Trott wie die anderen. Nun, dieses Mitgehen mit den anderen, mit der Mehrheit, das kann im Einzelfall tatsächlich sehr vernünftig und richtig sein. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Aber damit ist auch die Gefahr gegeben, dass ich nicht mehr in Freiheit meinen eigenen, einzigartigen Weg gehe. Und zweitens, dass man die wenigen, die vielleicht ihren Weg gehen, der nicht der Weg aller anderen ist, geringschätzig beurteilt und verurteilt. Eben weil sie nicht sind wie die anderen. Das wäre auch ein wichtiger Fragekomplex. Bin ich stark genug, bin ich innerlich frei genug, meinen Weg vor Gott zu gehen, das zu tun, was für mich gut und richtig ist, auch wenn ich vielleicht die schiefen Blicke meiner Familienangehörigen, Freunde oder Nachbarn sehe. Aber von der anderen Seite her gesehen auch, gebe ich anderen die Freiheit, ihren Weg zu gehen, der vielleicht ganz anders ist als der meine? Herrscht unter uns Christen ein Klima der Freiheit? Oder bestehe ich im Grunde darauf, dass alle sich in den Weg, in den Stil einbinden lassen müssen, den ich selbst praktiziere? Besteht ein Klima der Freiheit? Am Klima einer Gemeinschaft oder Gesellschaft kann jeder mitwirken. Ein letzter Punkt. Für viele Christen ist der Gedanke, seinen eigenen Weg vor Gott zu gehen, verbunden mit der inneren Aufforderung, auch ein geordnetes geistliches Leben zu führen, das von einer Vielzahl von geordneten geistlichen Vollzügen, wie zum Beispiel Gebet, Gottesdienstbesuch und so weiter geprägt ist. Und in der Tat, das ist wichtig. Und dabei steht der Gedanke der Ordnung, also ein geordnetes geistliches Leben, keineswegs gegen den Gedanken der Freiheit. Denn die eigene Freiheit ist und bleibt, wie wir ja wohl alle aus eigener Erfahrung wissen, labil und angefochten.
Und deswegen hat auch das Wort des heiligen Augustinus seine tiefe Bedeutung, nämlich halte die Ordnung und die Ordnung wird dich halten. Das heißt, die Ordnung wird deine Freiheit, wenn sie in Gefahr steht, aus der Bahn zu geraten, zu tragen und zu bewahren. Ein geordnetes geistlich-religiöses Leben zu führen, gehört deswegen zweifellos zur christlichen Berufung und zu einem Leben vor Gott und mit Gott. Aber auch hier ist und bleibt Freiheit entscheidend und nicht, was das Prinzip eines zu vollziehenden Pensums an religiösen Vollzügen behauptet. Ein Pensum, das heißt ein vorgeschriebenes Quantum durchzuführen, galt in meiner Kindheit noch als entscheidend wichtig. Auf die Menge, auf das Quantum kommt es an. Es fing ja schon an bei der Beichte, dabei kam man als Buße etwa dreimal das Vaterunser zu beten. Im Grunde ein heller Wahnsinn. Denn gerade das Vaterunser wird von Jesus eingeleitet, damit, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, dass wir nicht viele Worte machen, sondern ganz einfach und schlicht beten, Vaterunser. Aber nein, in der Kirche entstand eine Atmosphäre, wonach es besser ist, drei Vaterunser zu beten, als einmal richtig. Eine Atmosphäre, wonach zwei Messen besser sind als eine Messe. Wonach ein längeres Gebet besser ist als ein kürzeres. Drei Liedstrophen besser als zwei. Kurz, wonach das größere Quantum auch die größeren geistlichen Früchte garantiert. So sind wir Älteren jedenfalls groß geworden. Wie kam das dazu? Nun, in der frühen Kirche finden wir davon noch gar nichts. Im Gegenteil. Hier herrscht die Einstellung vor, dass nicht das Quantum das Maß des Richtigen ist, sondern die Art und Weise, wie man innerlich in Freiheit damit umgeht und innerlich daran wächst. Das war auch der Grund, weshalb man in den ersten Jahrhunderten der Kirche nur sonntags Eucharistie gefeiert hat. Es gab da ein römisches, heidnisches Sprichwort, das lautet Quotidiana vilescunt. Das heißt, das, was alltäglich ist, verliert seine Kraft und Lebendigkeit. Deshalb die Zurückhaltung. Und wenn der heilige Benedikt in seiner Regel schreibt, dem Gottesdienst darf nichts vorgezogen werden, dann muss man wissen, der hier gemeinte Gottesdienst ist das Stundengebet, nicht etwa die Eucharistiefeier, die Benedikt selbstverständlich wie alle Christen seiner Zeit nur sonntags mitfeierte. Das Ganze änderte sich, als das Christentum sich den heidnisch-germanischen Raum eroberte. Und hier im germanischen Heidentum herrschte das Prinzip möglichst viel, möglichst oft, möglichst laut, möglichst öffentlich. Hier herrschte das Prinzip des Quantum, des festgesetzten Pensum, der möglichst großen Zahl. Und so kann man sehr schön auch in allen Einzelheiten beobachten, wie genau in dem Maß, als das Christentum sich in den germanischen Raum hinein inkulturierte, im religiösen Leben das Quantum, das eigentliche Kriterium des Glaubenslebens wurde. Viele Beichten, viele Messen, viele Fasttage, viele Ablässe, viele Gebete, lange Liturgien, lange Wallfahrten, lange Prozessionen, viel Geld für die Armen, viel Geld, Zeit für geistliche Dinge und so weiter und so weiter. Es gab zwar immer heilige und geistliche Bewegungen, vor allem die Mystik, die dagegen protestiert hat, aber es waren die wenigen Stimmen. Und dazu gehört zum Beispiel auch der heilige Ignatius von Loyola, welcher schreibt, dass es nicht auf das Viele ankommt, sondern darauf, die Dinge von innen her zu verkosten. Also von innen her, nicht vom äußeren Vielen auf sich einwirken zu lassen. Nun, viele Ältere sind, wie schon gesagt, in einer Zeit aufgewachsen und erzogen worden, wo das Quantum die entscheidende Rolle spielte. Heute ist das wohl weitgehend, aber keineswegs völlig vorbei. Und deshalb setzt ein geordnetes geistliches Leben voraus, dass ich mich frage, was hilft mir in meiner ganz persönlichen Freiheit, meinen Weg vor Gott zu gehen? Was braucht meine Freiheit sozusagen, dass ich mein Leben vor und mit Gott führe?
Ich fasse ganz kurz zusammen. Jeder ist dazu eingeladen, seinen eigenen Weg vor Gott zu gehen und das in Freiheit. Und das ist das, was letztlich zählt, worauf es letztlich ankommt. Damit ich aber diesen Weg vor Gott gehen kann, muss ich auf den Ruf Gottes, auf meine höchstpersönliche Berufung hören. Auf einen Ruf, der immer neu, auch neu noch im Alter, an mich ergeht, wenn ich nur die Ohren meines Herzens öffne und offen halte. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mhm.